Hallo liebe Freunde, willkommen zu Part 8 von Let's Play Yu-Gi-Oh! World Duel Carnival. Beim letzten Mal haben wir Yuma Tsukumo als nächsten Teilnehmer des WDC genommen. Und jetzt geht es weiter. Wir machen jetzt dieses Duellereignis, damit wir schon mal ein ganzes Herz fürs Turnier haben. Und insgesamt brauchen wir drei. Hey Astral, die Vorrunde des WDC geht los. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten. Wer kann es denn nicht erwarten? Ich muss schnell diese Herzstücke sammeln und in die Endausscheidung kommen. In die Endausscheidung kommen. Sei lieber nicht so voreilig. Du musst ein Duell nach dem anderen klar gewinnen. Genau, Astral hat völlig recht. Ach, das weiß ich doch. Mach dir keine Sorgen, ich mache mir schon meine Gedanken, wie ich gewinnen kann. Wirklich? Nun denn, Junge, gegen wen willst du da als nächstes antreten? Ich wähle Bronk. Hä? Ist doch in Ordnung, nicht Bronk? Ernsthaft? Wenn man herausgefordert wird, muss man annehmen. So sind hier die Regeln. Wenn du es ernst meinst, nehme ich die Herausforderung an. Natürlich meine ich es ernst. Übers Duellieren macht man keine Witze. Das stimmt, übers Duellieren macht man wirklich keine Witze. Wrong, ich will ein Duell mit dir. Einen Moment noch, Juma. Es gibt genug andere Duellanten. Warum musst du dich so früh gegen Bronk antreten? Wer von uns verliert, wird in der Vorrunde ausscheiden. Das ist dir doch klar, oder? Klar weiß ich das. Gerade deswegen habe ich ihn ausgewählt. Gerade deswegen? Ich hatte schon so viele Duelle mit Bronk, ich kann schon nicht mehr mitzählen. Gronk. Als ich noch richtig schlecht war und niemals gegen ihn gewinnen konnte, war er der Einzige, der sich mit mir duelliert hat. Kein anderer wollte. Deswegen, gerade weil es Bronk ist, will ich ein Duell mit ihm. Yuma, okay, wenn du so entschlossen bist, gehen wir es an. Ich zeig dir, wie man gut drauf ist. Ich bin gut drauf. Dann sind wir jetzt zu dritt gut drauf. Mein Gott. Die Dialoge. Kogokole. Verteidigung. Und der gejagten Verteidigung. So. Der benutzt diese Apparate immer. Nicht weiter verwunderlich. Er plant bestimmt Exilsbeschwörungen, das ist klar. So, greift jetzt mit so einem schwachen Monster an. Das ist doch gar nichts. Schweinegesicht. Nein, das ist natürlich der Bronze Zone. Der coole Typ. Wie das werde ich jetzt erstmal angreifen. Oder. Jo, das macht mir doch nichts. Zwar schön all die Pfeilen und. Schnell Zauber auflösen, damit die mich dann links sind.
Hat er erstmal Nexus beschworen? Würde ich hoffen. Er kämpft erstmal. Mit dir auf der Jagd. Oder. Doch, erstmal auf der Jagd. Komm schon raus, Gobo Golem. 4 Goals. Okay, dann hat er irgendwas. Hat er wieder so einen schnellen Zauber? Oh ja. Falls die Depth dieser Karte höher sind als die Attack, zerstöre das Monster. Nein, aber wenn ich den Angriff annulliere, dann werden am Ende beide Monster zerstört. Aufgrund des Effekts von begrenzter Entfernung. Oder eben so, dass er Exis beschwört und ich meine Fahne. Ich überlagere diese beiden Monster und baue das Überlagerungsnetzwerk. Aufzieh Zen-Meister, ein Angriff, macht nichts. Hypnose. Uhrwerkgeist. Noch ein Uhrwerkgeist. Was kommt jetzt? Aha. Ich opfere erstmal meinen Geigergewache, damit die Falle erstmal weg ist. Dann Wiedergeburt. Ich aktiviere die Zauberkarte Wiedergeburt. Dann. Priesterlicher Sonnendrachen Overlord. Ein Angriff. Dann Gallagher Mädchen. Und gemeinsam greifen wir jetzt an. Los, Gallagher Mädchen. Ja, genau. Los. Los, priesterlicher Sonnen. Ja, das sagst du dann nicht mehr. Sonntag ein Overlord von Heliopolis. Aber macht ja nichts.
So, jetzt wünschte ich doch, dass du irgendeine fiese Karte aktivierst. Wenn ich an mich selber glaube, dann werde ich die richtige Karte bekommen. Ich muss nur gut drauf sein. Denn nur das zählt im Leben. Gut drauf sein. Bitte irgendeine Scheiße wie... Schwarzes Loch. Raigeki. Das wäre schön. Oder Spiegelkraft. Noch besser. Noch fieser. Ich schalte es. Fies. Nur das zählt. Ist das nicht so, CPU? Doch, es ist so. Danke. Oh, darauf habe ich mich gefreut. Vielen Dank. Ich bin dir echt was schuldig. Was gibt's da? Und 1000 Attack. Leider auch jetzt in dem Fall. Utopia. Utopia. Da wohnen keine Studenten, wo sie das dauert trotzdem zu lang. Wieso? 2 Tage sind zu lang. Ich brauch das jetzt. Ich brauch das für wir die haben, Schule. Wir haben hier noch 3 Monate. Ich sag's nur, dass ich bei Kabel Süddeutschland bleibe. Erstmal. Okay, aber dann sollen wir auch den Sender empfangen können. War welchen Sender? Pro7 Max. Pro7 X? Max. Verstärkung. Ein Monster vom Typ Krieger. Koppelhand. Koppelblatt. Ah ja, und damit kann ich jetzt. Diesen. Geiler Cowboy rufen. Verteidigungsposition, das ist auch schön. Das ist eigentlich noch besser. Ja, das machen wir mal. Hoffen wir nur, dass es klappt.
Okay, soweit, so gut. Jetzt nur noch einen Zug überleben und dann war es das für dich. Der ist schon völlig fertig. Was kann der da noch machen? Nichts. Frage beantwortet. Okay. Ja, was soll man da jetzt noch groß machen? Ich glaube, Zeit verloren. Ich könnte es nicht noch ultimativer meinen Sieg irgendwie präsentieren, außer indem ich so angreife oder anderweitig, aber was im Prinzip auch so aussieht. Also ich kann seine Lebenspunkte nicht genau auf 0 reduzieren, mit 2700 Angriff, das wäre umso schöner. Jetzt geht er futtern. Oh nein! Ich habe verloren! Das bedeutet das Ende. Duellieren wir uns bei Gelegenheit nochmal. Yuma, der immer gut drauf ist. Yuma hat gewonnen. Das war ein spannendes Duell. Man konnte wirklich nie sicher sein, wer gewinnt, wer gewinnen wird. Doch letztendlich bedeutet das für Bronk das Ausscheiden in der Vorrunde. Bronk, was guckst du so traurig, Yuma? Wir haben beide gewusst, worauf wir uns einlassen. Ja, das stimmt. Hier, nimm mein Herzstück. Danke, Bronk. Jetzt werde ich mich mal unter die Fans mischen und anfangen, dich anzufeuern. Bronk, also, gewinn für mich mit. Und wenn du dir keine Mühe gibst, verzeihe ich dir das nie. Klar, verlass dich auf mich. Ich werde auf alle Fälle in die Endrunde kommen. Ha, mit den Fähigkeiten willst du in die Endrunde kommen, dass ich nicht lache. Shark! Ich bin gerade zufällig in der Nähe gewesen, also habe ich mir mal euer Duell angesehen. Du kannst von der Endrunde träumen, so viel du willst, aber mit dem Können wird das nichts. Was ist los? Shark, du Mieser! Los, Zeit für ein Duell! Lass es gut sein, Yuma. Bronk, wieso? Shark, er hatte doch gerade erst ein Duell. Lass ihn doch in Ruhe, okay? Ich habe Besseres zu tun. Schwächlinge zu ärgern macht keinen Spaß. Puh, er ist endlich gegangen. Typisch Shark, aggressiv wie immer. Letztendlich hast du nochmal Glück gehabt, Junge. Bronk, warum hast du mich zurückgehalten? Dieses Großmal hätte ich geschafft. Ich bin total gut drauf. Nein, noch bist du nicht bereit für ihn. Das sehe ich auch so. Yuma, werde stärker, Yuma. Eines Tages wirst du es Shark schon zeigen. Eines Tages wirst du es Shark schon zeigen. Ich würde sagen, ein paar Duelle schaffen wir noch in diesem Part. Dafür müssen wir uns ein bisschen beeilen und ich werde höchst unwillig vorspulen. Also wirklich, ich bin wirklich nicht dafür, dass wir es beschleunigen, aber es muss sein.
Ach, was soll's. Ich hab verloren. Das Duell war kein Witz. War kein Witz. Du warst echt gut, Tori. Und damit dürfen wir jetzt beim nächsten Ereignis sein. So. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! World Duel Carnival. Ciao.